So, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zurück zu Evil Awaits. Wollen wir mal gucken, was es da alles Schönes gibt. Ja, das habe ich mir gedacht, ne? Muss jede einzelne... So, einer hätte ich. Also gut, gehen wir mal da rein. Gucken, was mich da erwartet. Scheiße. Wenn es nicht so scheiß dunkel wäre daneben, ne? Box. Was zum Lesen? Da ist diese Panda-Statue. Ah, da ist noch was. Oh, sehr schön. Das ist natürlich die Frage, was zum Geier sollen wir da machen? Oh. Jo, her damit. Was zum? Büche. Alles her mit. Die 30 kriege ich auch noch voll. Einen Haufen Munition verschossen, ne?
So. Oh. Meine Energie ist wieder einigermaßen oben. Und ich habe die zweite Statue. Das ist doch schon mal viel, viel wert. Und Panda. Also irgendwas muss hier da unten noch sein, ne? Also da in dem Ding. Irgendwas scheine ich da übersehen zu haben. Ach nee, guck mal an. Hehe, 28. Heide. Fuck, Mann! Scheiße. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich den Scheiß jetzt... Oh nein, jetzt muss ich den Mist noch einmal machen, oder? Ey, wollt ihr mich verarschen? Hallo? Das darf wohl nicht wahr sein, oder? Freilich, jetzt guckt gut der ganze Scheiß natürlich alles noch rummeln machen, ne? Ah. Oh,
Ernsthaft? Es war doch da irgendwas. Falsch, da ist sie. Das Buch natürlich wieder, ne? Ich hätte abspeichern sollen, ich Idiot. Ja, überlege ich, ob ich die Pumpgun mitnehme. Du grad was geblinkt? Nö. Oh, ihr Männer. Statue hinstellen, abspeichern. Dann nehmen wir mal. So. Gut. Machen wir den Scheiß noch einmal. Keine Muni, kein gar nichts. Boah, Alter.
weiß nicht wie, aber ich hab's überlebt. Jetzt natürlich hardcore, ne? Weil ich habe nur 130 Energie, kein Ding mehr, gar nichts. Alter. Das ist echt übel. Das ist verdammt übel. Fakt ist, wir speichern ab. So, läuft. Boah, ich hab 4. Das ist natürlich geil. Warte mal. Damage. Oh, ich brauche 3. Ah, scheiße, brauchen wir heute zwar. Ja. Medkit. Speichern wir doch gerade nochmal ab, nicht, dass wir das wieder noch einmal alles machen müssen, das wäre ja nicht gerade so toll, ne? Also, fehlt nur noch dieses blöde Mistding da. Der hin aus und den kann ich mir holen. Gut. Ich dämlicher Idiot. Gott sei Dank habe ich vorher abgespeichert. Gott, bin ich blöd, ey. Ihr habt das Scheißding nicht gesehen. War mein Fehler. Natürlich mitnehmen. Da ist nichts.
Ja. Sniper-Ding haben wir. So, jetzt kommen wir den hin. Wir müssen aufpassen, ne? Scheiße mit so wenig Energie, Mann! Weißt du was? Scheiße, jetzt auf die blöde Munition dahin. Ne? Anscheinend sind die relativ blöden, laufen gleich durch das Ding durch. Boah, der war knapp, ey. Ey, ernsthaft? Wie soll ich denn da durchkommen? Jetzt muss ich erstmal durchblicken, was da hin will. Da hin ist ein Medkit. Geht dieses blöde. Ich hab so ein blödes Gefühl, ich muss da mitlaufen.
Ey, ich bin doch gelaufen. Ey. Was ist denn das für eine Hurenscheiße, ey? What the fuck, ey? Was für eine Scheiße, Mann, ey. Ja, ist in Ordnung. Kann man nur zwischendrin irgendwie abspeichern? Toll. Richtig toll. Schön verrecken daneben. Also anscheinend muss ich mit diesem komischen Feuerding da mitgehen. Aber so funktioniert es nicht. So funktioniert es nicht. Lassen wir jetzt wieder verrecken. Das mit dem Ding dahinter, das habe ich ja überhaupt nicht gerafft, ne, also... Das Problem ist, wo zum Geist soll ich dahin? Wo soll ich denn doch bitte schön hinlaufen? Das ist alles. Da ist eins, ja? Und wie komme ich da hin? Ah, das ist doch voll der Witz, ey!
mein Nerve. Der bisschen Energie soll ich doch was machen, das ist doch ein Witz. Hier alles absolut in Ordnung, das ist ja ganz einfach. Da sage ich ja gar nichts, aber ich hab nicht mehr dran gedacht. So Jungs, ich bin jetzt durchgekommen, fragt mich bitte nicht wie. Ich zeige euch das jetzt kurz noch einmal. Und zwar, nachdem ich das Zeug da jetzt mal mitgenommen habe, ich habe da hinten noch ein Drehding gefunden. Und das habe ich gedreht und dann bin ich weitergekommen. Also sorry, dass ich es nicht gezeigt habe, aber da war zum Beispiel eins, seht ihr das? Und da hinten, ne? Ich zeige euch das nochmal kurz. Und zwar genau da hinten ist auch eins gewesen. Da bin ich hingekommen und das habe ich weggemacht und da bin ich da hinten durchgekommen. Also nur um das kurz gezeigt zu haben. Fakt ist, wir haben jetzt dieses verdammte Mistding. Das vierte. Und können jetzt erst einmal definitiv abspeichern. Also sorry dafür, dass ich das jetzt so nicht gezeigt habe. Null. Gut, passt schon. Alles auffüllen. So, also abgespeichert ist es. Soll ich mich da auf die Platte stellen? Dachte ich mir. Ich frage mich bloß, wie ich das überleben soll mit so wenig Energie. Was der Geier, was das jetzt für ein Freak ist, wo der auf mich zukommt. Wie wär's mit einem Medikit? Ja, sowas wie das da. Hätte man schon 80. Da fühlt man sich doch gleich viel besser. Oh, ihr Männer.
You are not famished. You are not lost. Nicht der einer auf Freddy oder was? Schuss mit der Pumpgun, das ist wenig. Komm, lad nach, du dumme Putt. Ja, der zieht gewaltig ab. Come on. Come on. Sauer. Jetzt? Die haut einfach ab, die faule Sau. Okay, einmal haben wir zumindest schon gekriegt. Das ist schon mal viel wert. Wäre echt nice. Medipack wäre mir lieber. Ja, man muss halt viel rennen bei dem Kerl, ne? Alter, keine Ding mehr, ey. Oh, da hinten blickt was. Ne, das war ja das Sniper-Ding. Lass mich raten, der hat wieder volle Energie.
Oh. Verfickt, der ist ja richtig schnell. Der nimmt nicht wirklich viel Energie ab, ne? Leck mich doch. Pumpgun-Munition wäre mir lieber. Ach, da zieht er schon mehr ab. Ich renn und renn und renn und der Kerl ist bald im Arsch.
Lad nach, du Schlampe. Läuft. Ich entschuldige mich schon mal wieder für die Länge von dem Video. Ernsthaft. Toll. Da war doch irgendwo noch was. Ah ja, genau, da hinten. Ja, besser wie nichts, ne? Das ist natürlich die Frage. Das müsste doch. Naja, dahinter komme ich nicht. Also, irgendwas muss ich machen. Ich weiß noch nicht was, aber irgendwas muss ich tun. Ich ja schon. Das ist doch mit Sicherheit irgendwas an dieser komischen Schalttafel daneben. Mal davon abgesehen, dass ich fast keine fucking Energie mehr habe. Keine Munition mehr. Keine Ahnung, was soll ich denn da hier? Was muss ich denn machen? Muss ich wieder zurücklaufen oder was ist da kaputt? Die nehme ich gern. Also anscheinend habe ich irgendwas Drop Knife, also irgendwas mit einem Messer. Da ist noch was. Sniper ist voll. Ich verkacke einen oder was? Ja, irgendwas muss ich doch jetzt machen. Oh!
natürlich die Frage, wo zum Geil soll ich hin, verfickte Scheiße? Ah, die Tür ist offen. Dachte ich mir. Ich jag das ganze Schloss in die Luft. Alles klar. Wir müssten nur wissen, wo wir hinlaufen sollen, ne? Das ist ja das Problem an der Sache. Der zeigt dir... Ach du Scheiße. Lass die Kelle einfach links liegen und renn raus. Lass mich warten, ich bin gleich tot und darf die ganze Scheiße nochmal machen. Oh, anscheinend doch nicht. Wahnsinn. In a castle lost in time, shadows whisper, feel the climb through the holes where darkness dwells. Also, ehrlich, ich hätte mir halt gewünscht, dass das auf Deutsch ist, dass man vielleicht ein bisschen was von diesem Zeug, was ich da alles gelesen habe, vielleicht eventuell definitiv ein bisschen mehr verstehe, aber was soll's. Im Prinzip war das ein richtig geiles Spiel, also. Es hat jetzt, keine Ahnung, viereinhalb vielleicht gedauert. Und nochmal Entschuldigung dafür, dass dass das Video wieder mal so lang gegangen ist, eine Stunde lang, aber was soll's. Im Prinzip war das Spiel ja von der Gegner her oder vom Ding her war es ja eigentlich gar nicht so schwer. Das mit den Feuerdinger da, wo ich den Elefantenstatue holen musste, also das war ein bisschen saublöd, also das gebe ich ehrlich zu.
Aber ansonsten, war nicht schlecht. Also Respekt, hat mir sehr gut gefallen. Und ist empfehlenswert, muss ich sagen. Probiert es einfach selber mal aus. Also macht echt Spaß. Und tja, am Schluss bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank an die Entwickler für dieses tolle Game. Und dann heißt es nur noch, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Und tschau mit V und grüßt mir die Hühner.